Sie wollten mich sprechen, Admiral? Ja, richtig. Sagen Sie Ihren Leuten, dass wir uns keinen Fehler erlauben können. Ich will, dass die Vorführung reibungslos abläuft. Haben wir uns verstanden? Jawohl, Sir. Meine Männer sind bereit. Gut, weitermachen. Die Rebellen befinden sich in Reichweite, mein Lord. Staffel Sigma ist in Bereitschaft und erwartet Ihre Befehle. Sehr gut, Admiral. Lassen Sie angreifen. Ich habe nichts auf den Scannern, Commander. Verstanden. Janan, Patrouille. Da draußen ist alles ruhig. Dieser Sektor hier scheint sicher zu sein. Wir drehen noch ein paar Runden und fliegen zur Basis zurück. Alles klar, verstanden. Aber beeilen wir uns. Ich möchte hier draußen keine Sekunde länger als nötig bleiben. Was ist denn, Till? Willst du mir einreden, dass ein Ass wie du Angst vor dem Dryden-Dreieck hat? Nein, ich glaube nicht an Geisterschiffe oder sowas, aber... Seit der Schlacht von Dryden vor 40 Jahren sind hier ziemlich merkwürdige Dinge passiert, das müsst ihr doch zugeben. Das waren doch nicht nur Zufälle. Ich meine, sie kann so viel... Was ist? Ich bin getroffen! Ich habe die Stabilisatoren verloren! Jack, was tust du? Ich kann mich nicht halten! Vorsicht! Basis, Mayday, wir werden angegriffen. Können Sie mich hören? Kann mich irgendjemand hören? Haben Sie gesehen, Lord Vader? Die neuen Einheiten haben sich bewährt. Ich finde, das ganze Projekt zeigt wirklich beeindruckende Erfolge. Wir werden in einigen Jahren noch viele... Was ich sehe, Admiral Sorn, ist wieder einer Ihrer endlosen Tests. Ich bin erst zufrieden, wenn ich diese Einheiten in voller Kampfbereitschaft unter meinem Kommando habe, um damit die Allianz zu vernichten. Ich kann nichts verstehen, Commander. Frachtschiff, bitte wiederholen Sie Ihre Meldung. Die Übertragung ist offenbar gestört. Meldung wird wieder. Hier ist das Frachtschiff konfiguriert. Wir sind von hinten an Jägern angegriffen. Wir haben Informationen entliegen für die Imperium ist eine Wird den ganzen Waffen unter Schlagstag. Damit will das jeder die Kampf enden. Bitte wiederholen Sie, Corellia. Sie kommen! Okay, Junge, dann halt die Augen offen, ob auf den Scannern imperiale Schiffe auftauchen. Zu spät, sie haben uns schon entdeckt. Ich habe hier einen ganzen Schwarm TIE-Jäger bei 043.2. Sie kommen direkt auf uns zu. Hab verstanden. Sofort auf Angriff umschalten. Neuer Kurs. 229.4. Zeit, den Frachter zu suchen. Halt die Augen offen, Junge. Wir haben in diesem Sektor vor 3 Tagen eine Patrouille verloren. Außerdem mache ich mir Sorgen wegen der TIEs, die wir getroffen haben. Ja, ich mir auch. Vom Frachter können die niemals so schnell hierher gekommen sein. Vielleicht sind die Geschichten ja doch wahr. Jetzt erzähl mir bloß keine Märchen über Geisterschiffe. Mann, ihr Bauern glaubt auch alles, was man euch erzählt. Moment, ich empfange ein Notsignal. Es sendet auf einer zivilen Frequenz. Vielleicht ist es die Corellia. Wo kommen die denn her? Rookie One, kannst du mich hören? Alles in Ordnung? Rookie One, bitte kommen, hörst du mich? Ich bin noch da, meine Maschine ist hin. Ich kann sie nicht mehr halten. Ich stürze ab. Steig aus, Junge, steig aus! Thank you.
Ersten Alpha, Meldung. Alles ruhig, Sir. Hier ist nichts, außer Sandigeln und Wüstenmäusen. Gut, halten Sie die Augen offen. In diesem Sektor ist ein Rebellenschiff abgestürzt. Sie haben vermutlich nicht überlebt, aber man kann nie wissen. Alles klar. Was? Ungenehmigte Aktivität in Sektor 14B. Hangartore sichern. Korallianischer Frachter, Sie haben keine Standerlaufzeit. Mist, wir sind erledigt. Ich erwarte Ihren Bericht, Admiral Sorn. Ich nehme an, die Operation läuft wie geplant. Ja, Lord Vader. Die Tests sind alle erfolgreich beendet. In genau 12 Stunden wird bei Imda eine Flotte einsatzbereit sein. Dann können wir der Allianz den Todesstoß versetzen. Exzellent. Ich freue mich, Zeuge unseres Triumphs zu werden. Setzen Sie Kurs auf Imda Alpha. Wie Sie befehlen, mein Lord. Wir konnten den Flugschreiber des korallianischen Frachters bergen. Wir können jetzt den gesamten Wortlaut des Notrufs abspielen. Ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben Informationen erhalten, die wichtig für die Allianz sind. Das Imperium besitzt eine Mine im Asteroidengürtel von Arrah. Dort wird Oridiumerz für eine ganz neue Waffe geschürft. Alles unter strengster Geheimhaltung. Damit will Darth Vader die Allianz endgültig vernichten. Beeilen Sie sich! Wir haben keine Zeit mehr! Sie kommen schon an... Ah! Ich werde die Flotte in Alarmzustand versetzen und einen Stoßtrupp in den Dryden Nebel schicken, der den Asteroidengürtel untersucht. Er soll die imperiale Station finden und sie dann außer Gefecht setzen. Begeben Sie sich zu Ihren Jägern und möge die Macht mit Ihnen sein. Fluggruppe Rascal, hier Rascal 1. Wie sieht's aus? Rascal 2 einsatzbereit. Rascal 3 ist einsatzbereit. Gut. Formation beibehalten. Hier wird sicher alles voll sein mit Deryllium-Minen. Wir müssen den Asteroiden ausweichen und dabei die Minen zerschießen, denen wir begegnen. Der Flug könnte etwas rau werden. Aber wenn es einfach wäre, würde es ja keinen Spaß machen. Sicher, Chef. Wir sind dabei. Ich hab doch gesagt, dass das ein Riesen.
schon Spaß wert. Danke, Merrick. Ich habe mich köstlich amüsiert. Sollen wir nochmal? Okay, wir sind durch den äußeren Perimeter. Aber die Party hat gerade erst angefangen. Dreht euch nicht um. Aber ich glaube, da kommen die Überraschungsgäste. Ich habe hier eine ganze Menge Thai-Abfangjäger auf dem Schirm direkt vor uns. Verstanden. Bleibt zusammen. Jetzt geht's los. Ich habe einen auf 6 Uhr. Ich kann ihn nicht abschütteln. Durchhalten, Okion. Oh Mann, danke, Reese. Um ein Haar wäre ich Weltraumschrott geworden. Ich mache hier nur meine Arbeit. Außerdem halte ich die Umwelt sauber. Die Sensoren zeigen eine große Energiequelle in einem der Asteroiden vor uns. Sieht aus wie eine Verarbeitungsanlage. Aber sie ist größer als alles, was ich bisher gesehen habe. Mach die Laser scharf und folgt mir. Wir werden das Kühlsystem zerstören. Ohne Kühlung wird der Reaktor durchschmelzen. Hoffentlich, nachdem wir raus sind. Kinder. Okay, fliegen wir nach Hause. Vorbereiten zum Hypersprung. Übertrage Koordinaten aus dem Nav-Computer. Ah! Merrick! Verflucht! Eine Analyse des Flugschreibers hat ergeben, dass es sich bei den Angreifern um modifizierte Raumjäger des Typs V-38 handelt. Diese Jäger haben eine Eigenschaft, die kein anderes Schiff ihrer Größe hat, nämlich die Fähigkeit, allen Sensoren und Scannern zu entgehen. Damit sind sie faktisch unsichtbar für uns. Und die Geistergeschichten von Dryden Dreieck waren für ihre Tests eine perfekte Tarnung. Es ist klar, dass eine Armada diese Schiffe unserer Flotte ohne Probleme vernichten könnte. Und genau das hat Lord Vader vor. Die Frage ist nur, wo er als nächstes zuschlagen wird. Seit Wochen berichten unsere Agenten von ungewöhnlich hoher Aktivität der imperialen Flotten in der Nähe von Imdar und seinem Mond. Wir haben außerdem erfahren, dass das Flaggschiff Terror auf dem Weg nach Imdar ist. Vermutlich wird es mit einer kompletten Staffel der Phantom V-38 eintreffen. Allerdings gibt es einen Plan, um sie aufzuhalten. Wir haben einen freiwilligen Piloten, der sich auf Imdar mit einem unserer Agenten treffen wird. Zusammen werden sie die Basis auf der Planetenoberfläche infiltrieren und sich an Bord der Terror begeben. Dort kapern sie einen der Phantomjäger. Ich hoffe, wir finden eine Lösung, bevor es zu spät ist. Rookie One, sind Sie bereit? Jawohl, Sir. Gut. Melden Sie sich bei der Einsatzleitung. Möge die Macht mit Ihnen sein. Hier spricht die Einsatzkontrolle. Wenn bereit, beginnen Sie mit der Übung. Okay, hör zu, Junge. Hier spricht Admiral Crane. Wegen der Wichtigkeit dieser Mission werde ich die Ausbildung persönlich leiten. Pass gut auf. Kein Problem. Ist was über mir zu Hause? Spiel dich nicht so auf, Junge. Du hältst dich schon ganz gut, aber du sitzt nicht mehr in einem schicken X-Flügler. Das hier ist ein imperialer Standard-Thai-Jäger und wir haben nicht viele davon intakt gekapert. Sie fliegen nämlich völlig ohne Schilde und können deshalb kaum etwas vertragen. Wenn du durchkommen willst, musst du denken wie diese imperialen Blechköpfe. Flieg einfach hinter mir her und mach das, was ich sage. Wirklich gut geflogen, Rookie One. Der Imperator wäre stolz. Zurück zur Basis. Die Y-Flügler sollten inzwischen für den Flug nach Imdar fertig sein. Viel Glück. Basis, hier spricht die Eskorte auf dem Weg nach Imdar. Zielentfernung 1.90. Alle Systeme nominal. Keine Kontakte zu melden. Sensoren? Moment!
Langstreckensensoren zeigen Fluggruppe bei 723.4. Konfiguration sieht imperial aus. Ja, bestätigt. Ich habe 9, 10, über ein Dutzend von diesen Abfangjägern auf meinem Schirm. Könnte ein bisschen ungemütlich werden. Angriffsformation einnehmen. Breaks nach links, Rookie One nach rechts. Verstanden, bin in Position. Hier sind sie. Diesmal schüttelst du mich nicht am Blechkopf. Nimm das! Ja! Sehr gut, Leute. Rookie One, Kurs auf CT-597 nehmen. Für uns ist der Schluss. Ein einzelnes Schiff hat eine bessere Chance, durch den Schutzschild zu gelangen. Wir sehen uns am Rendezvous-Punkt nach der Mission. Möge die Macht mit dir sein. Rookie One, was tust du denn hier? Rumaline, dich hätte ich hier nun wirklich nicht erwartet. Seit wann bist du hier auf Imda? Ich wurde nach der Schlacht von Yavin versetzt, um die imperialen Operationen hier zu bewachen. Irgendetwas Seltsames geht hier vor, das habe ich schon sehr früh gemerkt, aber erst vor kurzem habe ich von diesen Phantomjägern gehört. Alles, was wir brauchen, ist ein Shuttle, das uns zur Terror fliegt. Aber wir müssen durch den Sumpf. Der Landeplatz ist auf der anderen Seite. Wir müssen uns beeilen, denn die Terror wird bald hier sein. Wir müssen etwas unternehmen, bevor Vader die Phantomschiffe einsetzt. Aber wie kommen wir an den Wachen vorbei? Überlass das nur mir. Wie lange werden die Wachen schlafen? Was meinst du? Die sind für ein paar Stunden ausgeschaltet. Was ist denn? Die Koordinaten sind richtig. Wo ist die Terror? Landekontrolle, hier Versorgungsshuttle Epsilon 4. Wir erbitten Landeerlaubnis. Sicherheitscode senden, Epsilon. Übertragung läuft. Sie haben Landeerlaubnis, Epsilon Backbord Hangar 3. Verstanden, Landekontrolle. Epsilon Ende. Hangar 3, Frachtangaben. Hangar 3, Frachtangaben. Sie haben noch nicht geschossen, das ist ein gutes Zeichen. Ja, so weit, so gut. Tja, da wären wir zwei Rebellenspione im Herzen des imperialen Flaggschiffs. Umzingelt von Eliteeinheiten des Imperators. Hört sich doch gut an. Bist du bereit? Bleiben. Ihr zwei da. Was treibt ihr hier? Das hier ist ein Sicherheitsbereich. Wo sind eure Ausweise? Wir sollen diesen Abschnitt durchsuchen. Nach Eindringlingen. Davon habe ich nichts gehört. Auf wessen Befehl? Wie kommen wir von hier zum Hangar? Hey! Alarm! Eindringlinge auf Deck 4, Abschnitt 14. Alarm! Eindringlinge auf Deck 4, Abschnitt 14. Die Tür ist verriegelt. Was jetzt? Warte, vielleicht kann ich das Schloss knacken.
Brücke ist weg. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Improvisieren. Keine Spur von ihnen. Die sind sicher weiter zu Ebene M. Lord Vader? Das Undock-Manöver ist beendet. Kontrolle Alpha wartet jetzt auf Ihre Befehle. Exzellent. Und unsere ungebetenen Gäste? Wir haben sie aus den Augen verloren. Geben Sie auf allen Decks Alarmstufe Rot. Verdoppeln Sie die Wachen. Diesmal wird uns niemand aufhalten. Ja, Lord Vader. Schalt auf Nachtsichtgerät um und beeil dich. Sie sind dicht hinter uns. Pass auf, wo du hintrittst. Soldat? Ja, Sir. Haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt? Ja, Sir. Nein, Sir. Hier ist alles ruhig. Gut. Aber halten Sie die Augen auf. Wenn Sie noch einmal Mist bauen sollten, dann werde ich Sie auf eine Müllbacke versetzen lassen, und zwar für die nächsten 20 Jahre. Ja, Sir. Kein Problem, kein Problem. In meiner Wache wird es keine unbemerkten Vorkommnisse geben. Sehr gut. Soweit, so gut. Kannst du das Ding fliegen? Ich denke schon. So, das sollte funktionieren. Wollen doch mal sehen, was dieses Baby so drauf hat. Wo will der denn hin? Die Schiffe sind doch schon überprüft. Halt! Halt! Sieht aus, als hätten wir es geschafft. Stimmt. Ich setze Kurs auf den Treffpunkt. Die Scanner zeigen irgendetwas Merkwürdiges an. Aber ich kann nichts erkennen. Ah! Wie konnten die vor uns gelangen? Mach die Laserkanonen scharf. Das wird bestimmt nicht einfach. Lange halten wir das nicht mehr durch. Ich versuche, das Tarnfeld zu aktivieren. Warte. Ich hab's geschafft. Wir haben den Schaden nicht unter Kontrolle, mein Lord. Der Reaktorkern kann jeden Moment zerschmelzen. Lassen Sie abdocken. Das können wir nicht, mein Lord. Die Dockkontrollen funktionieren nicht mehr. Dann muss ich alleine von Bord gehen. Sie werden keine Gelegenheit haben, mich erneut zu enttäuschen. Dort werden also die Phantomjäger hergestellt. Es müssen Tausende da drin sein. Wenn wir nichts unternehmen, macht es keinen Unterschied, ob wir dieses Baby nach Hause bringen oder nicht. Was hast du vor? Besser, du weißt es nicht so genau. Halt dich einfach gut fest und bedien die Kanonen.
Die Sache gefällt mir überhaupt nicht, Drew. Es ist unsere einzige Chance. So, da wären wir. Ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Danke, Sir. Die Allianz steht wirklich tief in deiner Schuld. Denn ohne den Vorteil dieser Phantomflotte hat das Imperium seine Überlegenheit endlich verloren. Du hast uns wieder einmal alle gerettet. Es war ganz schön haarig da draußen. Ich finde, du hast dir das hier verdient. Ihre unbesiegbare Flotte vernichtet. Ja, Meister. Sie haben erstaunlich viel Geschick gezeigt. Aber wir sind noch nicht besiegt. Was passiert jetzt mit unserem Geisterschiff da drüben? Unsere Ingenieure werden es sich genau ansehen. Ich nehme an, dieses System wollen sie dann auch auf unseren Schiffen anwenden. Und wir haben alle ihre Phantomjäger zerstört. Richtig, also haben wir dann mal bessere Karten als das Imperium. Wenn wir das nächste Mal in eine Schlacht ziehen müssen,